Das User-Interface ist so aufgebaut, dass wir praktisch ein Panel auf der linken Seite haben. Die zeigen mir zum Beispiel, in welchem Projekt ich bin. Ich habe heute für die Demo dieses Projekt Polarien QA angelegt. Dann habe ich hier so eine MyPolarien-Homepage, die mir meine, was gab es, Timeout, mal kurz wieder anmelden, die mir praktisch meine nächsten Aufgaben auch anzeigt, Hashing Defect, wo muss ich signieren, was wartet auf mein Approval, gibt es Potential Change Impacts, wo ich agieren muss. Ich habe zum Beispiel eine eigene Homepage, die man entsprechend pro Projekt konfigurieren kann. In dem Beispielprojekt, das wir heute haben, haben wir Wasserfallmodell, das heißt, es gibt verschiedene Phasen. Wir sehen das jetzt auch hier, wenn ich mal runtergehe, die Log-Items hatte ich schon angesprochen. Je nach Phase entsprechende Artefakte wie die System Requirements, Software Requirements, Mechanical Requirements und so weiter und so fort. Und gegenübergestellt ist praktisch im Wasserfallmodell die entsprechenden Test Cases, wie System Test Case, Software Test Case und so. Die Dokumente werden abgelegt im sogenannten Bereich Documents and Pages. Polarien ist sehr strukturiert, wie gesagt, da gibt es dann sogenannte Spaces, wo man entsprechend einordnen kann, wo die ganzen Dokumente, die zur Verfügung stehen, abgelegt werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier unter Work Items in dem Navigation Panel mir die System Test Cases auswähle, dann bekomme ich eine sogenannte Tracker View, die mir alle Test Cases in meinem System, in meinem Projekt anzeigt. Wie gesagt, das ist ein Projekt, ein relativ leeres Projekt, das ich heute für dieses Webinar angelegt habe. Wir werden gleich noch aus einer Excel entsprechende Test Cases importieren. Thank you for watching our webinar teaser. To view the full webinar, click on the link below in the video description. For other recorded webinars, visit polarien.com, click on the Events and Webinars tab, and click on Recorded Webinars. Or take the next Polarien steps.